Hallo zusammen, mein Name ist Olaf Kranz, ich bin Küchenchef und Betreiber im Schmitz Restaurant in Dresden-Hellerau. Wir wollen heute zusammen kochen, ein Filet vom Durockschwein, vielen Kräutern, die gerade vor der Tür anfangen zu sprießen, ein bisschen Spargel in einem Lardomantel und Kartoffel-Bärlauch-Püree dazu, alles hier aus der Region und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Küche und fangen einfach mal an. Hier haben wir unser Filet vom Durockschwein, alte Rasse. Ist in der Region auch mittlerweile angesiedelt. Was wir jetzt machen, ist das Fleisch erstmal zurechtschneiden, die Sehnen entfernen, ein paar Rühre entfernen, damit wir es dann quasi weiterverarbeiten können. Den Abschnitten kann man sich auch wunderbar noch einen kleinen Fond ansetzen, für den Soßenansatz zum Beispiel. Jetzt können wir uns das Ganze quasi portionieren. Das Fleisch würzen wir jetzt einfach nochmal, nur mit Salz und Pfeffer und dann braten wir das Ganze ganz kurz ein. Das reicht schon. Was wir jetzt mit unserem Fleisch machen ist, wir wollen das eben mit sehr, sehr vielen schönen Kräutern einpacken und dafür habe ich auch ein paar Kräuter vorbereitet. Da haben wir verschiedene Sachen. Die Kräuter, die bereiten wir jetzt insofern alle vor, dass wir die quasi erstmal alle schön zusammen fein durchhacken. Ja, also hier die Knoblauchrauke, kann man ein bisschen was von den Liebstöckeln mit dazu machen. Wenn ihr es riechen könntet, würde auch den Liebstöckel jetzt schön riechen. Der ist ja liebevoll Maggi-Kraut genannt, riecht immer ziemlich würzig, aber ich mag den sehr. Jetzt machen wir noch ein bisschen Schnittlauch mit dazu. So, jetzt haben wir hier unsere schöne Kräutermischung. Jetzt ziehen wir jetzt quasi einfach mal unser Schweinefilet so ein bisschen durch, dass das schön daran haftet. Das gibt dann auch schön Geschmack ab. Was wir quasi weitermachen, ist, dass wir das Fleisch dann einpacken werden. Hat einfach den Hintergrund natürlich, dass wir dass das Fleisch dadurch auch gut in Form gebracht werden kann. Ein Ende ein bisschen zusammenhalten und dann dreht man das so gegeneinander. Da kriegen wir hier schön Druck drauf. Dann kommt das Gleiche nochmal in ein bisschen Alufolie. Wir haben hier ein Wasserbad vorbereitet. Das ist ein Sous-Vide-Garer. Der läuft jetzt auf 58 Grad. Da kommt das jetzt 20 Minuten rein und dann ist das schön rosa. Wenn zu Hause kein Sous-Vide-Garer hat, kann das auch wunderbar im Topf auf der kleinsten Stufe. Ich meine, die Herde sind ungefähr so eingestellt, dass sie auf der kleinsten Stufe so um die 70 Grad erreichen. Das funktioniert auch wunderbar. Also hier haben wir einen schönen Lardo, das ist von der Fleischerei Schemp aus Tauscha. Lardo ist ja aus dem Schweinebauch in dem Fall, auch leicht geräuchert. Soll jetzt quasi unseren Spargel, haben wir hier, Nieschitzer Spargel, ist denke ich auch in der Region jedem bekannt. Sehr schöne Qualität, nehmen wir schon seit vielen Jahren. Soll quasi der Lardo dem Spargel auch den Geschmack geben. Ne? Also wir schälen den Spargel, packen den dann in den Lardo ein, dann kommt er kurz in die Pfanne und nochmal für ein paar Minuten in den Ofen und dann ist der schön bissfest und hat eben dieses leichte Rauchige von dem Lardo, eine schöne Sache. Der wird ja jetzt nicht im klassischen Sinne gekocht, deswegen müssen wir natürlich vorher ein bisschen würzen. Machen wir uns einfach so ein kleines Bündel. Also Gas, der ist natürlich noch nicht. Erstmal nur angebraten, wenn man noch ne, Spargel verträgt, der mal gut Zitrone, dann machen wir ein bisschen Zitrone oben drüber. Und dann kommt das Ganze mal für 6-7 Minuten in den Ofen. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Kartoffelpüree. Ein bisschen Milch, ein bisschen Sahne, ein bisschen Muskatnuss rein. Ein bisschen Salz. Wir wollen ein Kartoffelpüree machen, wo Bärlauch mit reinkommt. Das heißt, den Bärlauch werden wir uns jetzt abzupfen, mal ganz grob durchhacken und dann pürieren. Bärlauch, weiß ja jeder, hat immer diese schöne Knoblauchnote. Den pürierten Bärlauch haben wir jetzt hier. Machen wir uns das Ganze nochmal glatt. Und jetzt können wir auch, Konsistenz passt, können wir wunderbar unseren Bärlauch dazu machen. Auch einen schönen würzigen Geschmack. Fleisch sollte auch gleich fertig sein. Eine Soße, die machen wir noch ein bisschen mit warm. Quasi eine dunkle Fleischsoße, die man sich eben wunderbar aus so Fleischabschnitten, aus Knochen mit Wurzelgemüse ansetzt, die dann stark reduziert. Und dann haben wir so eine schöne dunkle Soße. Fleisch sollte gut sein. Kräuter sind noch schön grün. Dann können wir das Ganze
schön anrichten. Guten Appetit!